Boah, das ist richtig was. Ey, ganz ehrlich, eure Fragen, mega. Dann öffnen wir mal das Bier. Du kannst gerne das Intro machen. Ja, ich warte. Okay. Hallo, Roommates! Ja, also fangen wir jetzt einfach mal an, ja. Hi, mein Name ist Aaron. Das ist Luis, der gerade trinkt, ja. Ich bin Luis. Hi. Ja, willst du was zum Living Room sagen? Guckt euch gerne unser Vorstellungsvideo an, wenn ihr mehr erfahren wollt. Das Wichtigste erfahrt ihr da eigentlich. Der Living Room ist halt ein Konzept für eine Art Coworking Space in Rating für junge Erwachsene. Aber eigentlich soll es gar nicht jetzt um die Idee des Living Rooms gehen, sondern es geht um den Podcast, der denselben Namen hat. Und heute geht es auch um unseren Gast, den Norman. Willst du mal was zu dir sagen? Ja, erstmal herzlich willkommen, darf ich glaube ich auch sagen. Ja, mein Name ist Norman Schröder, ich bin 29 mittlerweile und habe einen Unverpacktladen in Rating mittendrin und gleichzeitig noch eine zusätzliche Firma gegründet, die Unverpacktwaren, Bio-Foodboxen, genau wie unverpackte Lebensmittel ausliefert in ganz Rating und bald auch ganz Düsseldorf. Und ja, die beiden kenne ich jetzt schon ein bisschen länger und die haben mich netterweise eingeladen. Ja, und bei den Gesprächsthemen werden wir auch direkt bleiben, würde ich sagen. Soll insgesamt heute über Gründung, Nachhaltigkeit und sonstige Empfehlungen gehen und natürlich kann das auch alles ausufern, ausarten. Und ja, ich bin gespannt. Willst du mit der ersten Frage anfangen? Du hast dich ja schon ein bisschen vorgestellt, aber mich würde mal interessieren zu deiner Person vorab, wenn du dich jetzt, das ist so eine richtig klassische Frage, wenn du dich beschreiben würdest mit drei Wörtern, welche Oh drei Wörter Gott. wären das? Oh Gott. Hat so ein bisschen was vom Bewerbungsgespräch. Ja, total. Glücklicherweise habe ich nie groß Bewerbungsgespräche gehabt. Bin da zuständig in die Selbstständigkeit reingerutscht. Wie ich mich beschreiben würde mit drei Worten. Ich bin Gut aussehend. total gut aussehen. Nein, Das lag dir auf der Zunge. Ja, genau. Schwierig. Also ich bin, glaube ich, sehr sozialverträglich. Also Okay. ich glaube, ich habe keinerlei Probleme mit Leuten zu interagieren, neue Leute kennenzulernen. Also ich weiß nicht, wie man das prägnant jetzt gerade raushauen kann, aber ich glaube, sozialverträglich klingt ganz Sympathisch. gut. Danke. Ja, Sympathisch, sympathisch. genau. Zweites, ich bin alles andere als zielstrebig. Und ich glaube, in vielen Dingen doch sehr verträumt. Da sind wir jetzt schon bei dem, was ist dein übelstes Manko oder sowas Das angekommen, so ein typisch Bewerbungsgespräch. ich glaube, genau das ist das mit dem zu verträumt sein oder zu, wie mein Vater es immer gesagt hat, größenwahnsinnig. Dinge einem vornehmen, die eigentlich gar nicht funktionieren. So ein bisschen visionärmäßig, ne? Wenn man es positiv ausdrücken will, wäre es visionär, gar keine Frage. Ich würde jetzt, ja, doch, sagen wir mal visionär, was gleichzeitig natürlich auch ein Problem sein kann, wenn Ja. man dann immer wie Traumtänzer ist und immer wieder neue Ideen hat, neue Sachen hat, die man gar nicht wirklich umsetzen kann, immer danach strebt und dann merkt man, okay, das funktioniert nicht richtig, da ist jetzt wieder was Neues, was ähnlich zu dem ist und das strebt man dann weiter an. Also, dass ich dann doch sehr, ja, gerne in viele verschiedene Richtungen meine Ideen strebe und dann mir auch immer sofort Leute Das ist anspreche. so die typische Bewerbungsstrategie. Ja, ich sag jetzt mal eine negative Sache von mir, die eigentlich gar nicht so Ja, die ich negativ ist, danach die man gut. aushebel und so. Ja. Was wäre denn eine Sache, wo du sagen würdest, ja, das könnte ich echt ändern? Absolut die Durchsetzungsfähigkeit. Damit habe ich echt Probleme. Ich kann nicht so gut, wenn ich einer Meinung bin und und früher war ich, glaube ich, sehr meinungsstark, aber wenn ich eine Meinung vertrete, gerade im beruflichen Bereich habe ich das Problem, dass wenn viele Informationen auf mich einprasseln von externen, die auch gute Ideen haben, die mir sagen, hey, das muss in die Richtung gehen, hey, das muss in die Richtung gehen, dass ich dann das Problem habe, ich lasse mich da schnell von beeinflussen und ein bisschen unterkriegen. Die können gleich alt sein wie ich, die können jünger sein als ich, die können älter und weiser sein, aber auch älter und nichts geschaffen haben. Ich lasse mich da sehr schnell in Anführungszeichen ins Bockshorn jagen, weil ich dann immer selbst überlege, oh, mache ich das gerade richtig? Ist das gerade alles in Ordnung, was ich mache? Soll ich jetzt danach gehen, wie der das gesagt hat? Und die Strategie, die ich dann irgendwann geschafft habe, daraus ein bisschen zu ziehen, ist, Informationen zu sammeln. Weil es gibt eigentlich nichts Interessanteres und Besseres, als Informationen zu sammeln und dann seinen Weg zu finden. Aber im direkten Umgang bin ich meistens dann eher, ja, da setze ich mich dann nicht unbedingt
durch, sondern also sagt, du ziehst dich mehr zurück, wartest, lass es auf dich einprasseln, genau, so, genau. Und dann bildest du dir im Nachgang daraus deine Meinung. Genau, ich handle dann auch anders, das kriege ich zwar dann auch manchmal über den Kopf gezogen, okay, von denen, die mir die Informationen gegeben haben, aber ich grundlegend finde ich, hört sich das, ja, an sich, würde ich sagen, kann man das auch positiv framen. Also aus dem Coaching kenne ich das als dem Beginner-Mindset, dass, ja, man halt echt wirklich die Informationen auf sich einprasseln lässt, halt, ja, was daraus lernt, aber das sich komplett davon umgestalten lassen, ist halt wirklich dann wieder was anderes. Ja, also, ja, umgestalten, ich glaube, früher habe ich das schon eher gemacht und dann irgendwann kommt der Punkt, ich handle dann doch so, wie ich das will, aber trotzdem mit sehr, sehr viel Ängsten und ich würde es niemals jemandem ins Gesicht sagen. Also wenn ich Informationen bekomme, und das bekommst du natürlich ständig. Also wenn du ein eigenes Unternehmen aufmachst, es wissen, also es kommen 100 Leute und alle 100 wissen es besser, aber alle 100 sagen unterschiedliche Sachen, teilweise komplett konträre Sachen. Mhm. Und dann bist du halt an dem Punkt, wenn du nach jedem das machen würdest, dann würdest du jedem vor den Kopf stoßen, oder stößt ja jeden vor den, ja, Kopf, weil du jedes Mal anders handelst und bist dir selbst noch überhaupt nicht treu. Und deswegen versuche ich immer die Konfrontation so weit wie möglich von mir fernzuhalten, also Informationen aufzunehmen, das interessant zu finden, sage von wegen, ich arbeite daran, ich gehe in die Richtung. Mhm. Ob ich es dann mache, lass mal dahingestellt sein, aber in die offene Konfrontation gehe ich sehr, sehr ungern. Deswegen bin ich auch, glaube ich, als Chef ein bisschen sehr lieb, aber ich glaube, das lernt man dann auch mit der Zeit, dass man sich dann... Das ist so ein nötiges Übel, dass man sich dann doch mal in der einen oder anderen Situation, muss man mal hart sein und einfach, ja, mal klar. Ich bin jetzt der Chef, ich mache das jetzt. Aber das fühle, ja, ich halt nicht so danach, ich bin jetzt der Chef, aber erklären und dann aber wirklich auch mal harten Entscheidungen durchziehen, ja, sage ich mal. Ne? Ja. Das muss man manchmal tun, egal. Da gibt es ja immer, es gibt für jede Meinung eine andere Meinung und auch immer Argumente dafür, die, ja, super klingen können, aber irgendwie ist es so, man muss die Meinung finden, wo man jetzt sich, sage ich mal, sicher ist, dass es die ist und dann darauf auch erstmal beharren. Ja. So, ich meine, man muss einfach Entscheidungen treffen und ich sag mal, von 10 Entscheidungen sind meistens 7 falsch. Ja. Also, klar, aber, gerade wenn man neu anfängt. Ja. Aber das Wichtige ist tatsächlich, sie zu treffen und daraus zu lernen und nicht lange zu überlegen, bis man irgendwann die perfekte findet. Ja. Ja. Ach, schön, ich habe das Gefühl, wir sind in Therapiestunde. Also, ihr zählt jetzt gleich mal ein Problem, ja, und dann habt ihr auch gute Tipps. Ich mache das jetzt nicht so wie von wegen, ich gebe denen einfach, ihr habt recht, ich mach das jetzt. Nein, ich nehme das jetzt wirklich auf. Ja, ja. Und, sehen wir dann spätestens in einem Monat oder so. Überprüft das dann. Ja, genau. Komm, ja, Laden vorbei. Ja. Mit dem Baseballschläger. Ja. Ja, nee, aber interessant. Wie würde denn dein Titel deiner Autobiografie heißen? Oh, was habt ihr für Fragen, ey? Das ist so, ich bin jetzt eher... Wir sind gerade in der persönlichen Phase. Ja, ich bin eher in Flow hier reingekommen in Bezug auf dieses Klassische, was ich schon in den letzten Podcasts... ich war schon ein paar Podcasts. Das ist ja langweilig. Wirklich, ich finde das total gut, weil da ratterst du einfach nur runter und machst dann so ein paar Bewegungen links nach rechts. Aber das ist, ja, sehr tiefe Fragen. Also meine Autobiografie... es gibt den Haupttitel, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und dann darunter, warum nicht? Also ich glaube, das passt ganz gut. Warum nicht in Bezug auf, dass ich fixe Ideen, also ich hatte schon früher mal fixe Ideen. So ein bisschen kryptischer Titel auch. Ne? Ja, den weiß man nur, wenn man mich kennt. Nein, ja. Dass ich halt schon immer mal fixe Ideen hatte, die aber nie wirklich dann ins Umsetzen reingegangen bin und dann ab einem gewissen Punkt, je älter ich wurde, irgendwann so, fuck off, ganz ehrlich, warum soll ich das nicht machen? So, das ziehe ich jetzt durch und dann ziehe ich meine Sachen durch, egal welche Widrigkeiten kommen und dann habe ich plötzlich nicht mehr dieses... rumgeschwimme, sondern das ist mein Ziel, das setze ich jetzt durch und da kann passieren, was will. Ich arbeite daran, ich racke mir den Arsch ab und das wird durchgezogen. Und das andere, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ist glaube ich eher so das, was in meiner früheren Leben passiert ist. Ja, da war ich glaube ich genau der Typ, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Das Einzige, wo ich wirklich war, auf morgen geschoben oder so. Natürlich, ja, ja. Da gab es immer irgendwas, warum es morgen besser ist, warum ich irgendwas jetzt gerade nicht mache. Gibt es im Privaten immer noch in Teilen, gerade wenn es um Haushalt geht. glaube ich, war ich früher schon extremer. Also, dass man sagt, hängt der Umschwung mit dem Zufall zusammen, den du vorhin erwähnt hast. Du hast gesagt, du bist zufällig, glaube ich, dann ins Selbstgründen reingekommen. Jetzt ist das auch damit auch der Umschwung dann gewesen, von wegen, kommst du heute nicht, kommst du morgen und dann doch nicht? Ja, hast du perfekt gesehen. Also, das war wirklich so. Dieser Punkt, der in Anführungszeichen plötzlichen Selbstständigkeit, weil am Anfang war ja das, was wir als Idee hatten, Unternehmen zu gründen, war ja auch wieder nur, was heißt wieder nur, aber eine ziemlich fixe Idee.
an der man am Anfang so ein bisschen gearbeitet hat, dann ein bisschen mehr gearbeitet hat und immer mehr und irgendwann warst du in so einem Ding drin, das Ding ziehst du jetzt durch. Ja. Und dann hast du gemerkt, dass auf einmal, also das, was die Schule einem teilweise ja nicht gegeben hat, dieses so, du arbeitest für etwas und dann sind die Noten doch doof oder du rackerst dir den Arsch ab und dann wieder nicht und dann sind die Noten wieder schlecht und. Und da auf einmal hast du etwas umgesetzt, und du siehst, ey, der nächste Step funktioniert. Und der nächste Step funktioniert. Beflügelnd. Ja. Also das richtige Resultate und wie in so ein Flow auch fast angekommen. Ne? Absolut. Ja, teilweise schon fast eine manische Phase, weil dann plötzlich, das klappt. Oh, das klappt auch. Und das kennst du da gar nicht. Das funktioniert. Wie über den Wolken, als wäre man der Stärkste und könnte alles umsetzen oder so. Da muss man natürlich vorsichtig werden. Ja. Dass man da dann nicht aus den Wolken fällt irgendwann. Ja, ne? Ja. Hattest du so einen Icarus-Moment, wo du quasi zu nah an die Sonne dran geflogen bist? Ja, absolut. Das war damals, als wir, es gab immer wieder so Momente, wo du nah dran warst, wo es aber auch nicht ins Scheitern reinging, sondern weil es immer höher dann wurde. Und dann fing es an, dass wir, ist jetzt nicht aus dem Nähkästchen getaucht, aber dass der Laden so gut lief, dass man auf einmal anfing, ja, was heißt nicht scheiß auf den Laden, sondern, weißt du was, der Laden läuft ja schon fast von alleine. Ey, wir machen jetzt einen zweiten Laden auf. Ey, weißt du was, ich rufe da und da an, wir können jetzt in Hilden den zweiten Laden aufmachen, zack, gehen wir hin, machen plötzlich da Termine ab, fahren da hin, der Laden klappt nebenbei und ey, zweiter Laden, schon alles organisiert für den zweiten Laden. Und es hätte auch funktioniert. Dann hieß es so, ja okay, dann machen wir das System, stellen wir um, machen das auch noch und das auch noch. Und weißt du was, die Immobilie, was, 2,5 Millionen will er für das Haus haben, ey, das rentiert sich doch aus BWL-Sicht. Rentiert sich doch, wenn wir dieses Haus kaufen, was 2,5 Millionen kostet, damit wir halt dann auch nicht die Fixkosten haben und dann Miete können wir zahlen. Damit die Miete schon gleich das abbezahlen, und eigentlich Wert schaffen, anstatt bezahlen. Genau, und dieses völlig utopische, nach 6 Monaten sagen, ey, Bombe, das ziehen wir durch. Und dann war ja das eine schon fast durchgeplant mit dem zweiten Laden. Zum Glück, glaube ich, kam Corona, was natürlich ein großes Pech war in vieler Hinsicht, nicht nur was die Menschenleben angeht, nicht nur was die Wirtschaft anging, nicht nur auch was diesen Laden anging, der dann auch Probleme dann entstanden sind. Aber wäre das nicht gekommen, ich glaube, irgendwann hätte es einen richtigen Peng gemacht, weil du halt nur noch von Wachstum gesprochen hast, nur noch von expandieren, in welche Richtung gehst du, was machst du jetzt und oh, das klappt doch alles und alles, was wir anfassen, ist plötzlich Gold. Und zum Glück kam dann ein externer Grund, warum es nicht funktioniert hat. Weil sonst hätte man sich wahrscheinlich absolut verbrannt in dem Ganzen, weil sowas muss langsam wachsen. Du kannst nicht mal eben, wenn ein Laden nach einem halben Jahr läuft, einen zweiten Laden plötzlich aufmachen, wo du ja selbst nicht drinstehst, wo du einen externen hast und du hast keinerlei Ahnung davon, wie man mit Mitarbeitern spricht. Welche Agenda du aufschreibst für die Mitarbeiter, dass sie genau wissen, was du überhaupt willst, weil du selbst ja nicht drin stehst. Deswegen müssen die ja ganz klar angeleitet werden. Aber wir waren ja selbst in der Findungsphase, wie man denn überhaupt alles optimiert. Und bei weitem war der Laden noch nicht optimiert genug. Und dann aber von diesem Utopischen zu sprechen, das ist dann auch dieses Traumtänzer, schrägstrich größenwahnsinnig zu sein. Also um da so eine Empfehlung für jeden, der ähnliche Geschäfte hat, sage ich mal, rauszunehmen, ist es da irgendwie so, dass man sich mehr Zeit geben sollte und nicht von wegen, wenn es jetzt geil läuft, direkt an den nächsten Wachstumsschritt denken sollte im ersten Schritt, sondern vielleicht erstmal an der Optimierung feilen, dass es längerfristig auch funktioniert. Oder ja, also das ist ja, das eine ist jetzt, also du sprichst ja von dem richtig klassischen, wie mache ich ein Unternehmen jetzt mal, Gefühle komplett raus. Das ist ja wirklich dieses fachliche, faktische, das, was man auch im Studium lernt, das, was man in der Ausbildung lernt, genau, dieses Rationale. So und so ist es am besten, wie es läuft. Also Wachstum ist zwar schön und gut, aber gesundes Wachstum. Was ist gesundes Wachstum? Und dann erörtert man das und geht dann die Schritte weiter. Und dann noch die Frage, muss es immer wachsen? Weil es kann ja auch schön sein, einfach ein Unternehmen zu haben, einen Laden zu haben, der einfach gut läuft, wo du deinen Lebensunterhalt mit finanzieren kannst. Weil es muss ja nicht um Wachstum gehen, wir müssen uns ja nicht in dieser kapitalistischen Schraube drehen, weil ich bin ja selbst eigentlich überhaupt nicht kapitalistisch im Vorfeld eingestellt gewesen, im klassischen Sinne. Ich komme ja eher aus dem linken Spektrum und eher Richtung Gemeinwohlökonomie und. Aber habt mal das Gefühl, wenn du dann da drin bist. Und dann hast du die rationalen Gründe, wie das laufen soll. Du hast, also aus dieser BWL-Sicht, dann hast du einmal diese Gründe des eigenen Verständnisses von, was ist gut für die Umwelt, was ist gut für das Sozialgefüge, was ist gut für
Richtung Sozialismus zu gehen, das, was eigentlich so, ne, schon so ein bisschen alles mit reinspielt, weil man aus dem linken Spektrum kommt. Und dann bist du aber selbst da drin. Von, ey, 14 Stunden arbeiten, hey, gar kein Problem, das macht ja alles Spaß. Und dann klappt das auch noch mit dem Finanziellen, boah, ich kann noch investieren. Das ist halt ganz schwierig. Als Tipp kann man einfach nur geben, nicht größenwahnsinnig werden und gleichzeitig, ja doch, ein bisschen Größenwahn ist auch spaßig und gut, weil man dann manche Dinge halt auch nicht angeht. Oder wie, ich weiß nicht, ob mir das im Vorfeld gesagt oder gerade eben, aus 10 Ideen 7 scheitern. Also aus 10 Entscheidungen 7 scheitern. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Also aber dann lieber visionär sein, anstatt wirklich größenwahnsinniger. Ja, ja. Ich glaube, das ist so absolute ja. Typsache. Also man muss auch so ein bisschen träumen und ein bisschen nach dem Großen greifen, weil sonst funktioniert es nicht so wirklich. Ja. Man muss da schon die Vision haben irgendwie, aber... Das hatten wir auch in der letzten Folge schon mit, man muss die Mauer sehen, aber man muss jeden Stein einzeln legen. Also, ja, ja. Ist den Elefanten immer scheibchenweise? Ich als Vegetarier sage natürlich schwierig. Du als Veganer sagst auch schwierig, aber das ist das, was meine... Finger weg vom Elefanten. Genau. Was meine Frau immer sagt als Psychotherapeutin, den Elefanten, also was sie ihrem Patienten dann immer sagt, ist dieses Problem, diesen Elefanten immer scheibchenweise zu essen. Ja, den kriegst du nicht auf einmal weg. Ja, man sollte einen gewissen Größenwahn irgendwie, finde ich, jetzt nur für mich persönlich, weil ich finde es schwierig, als ich bin jetzt 2,5 Jahre selbstständig, ich habe jetzt 2 Firmen gegründet, die jetzt in Corona, eins davon nicht ganz so gut läuft, schwierig, irgendwelche Tipps zu geben. Aber das, was mir gut getan hat oder welche Richtung gut ist, ist, so einen gewissen Größenwahn immer sich zu behalten und gleichzeitig aber rational und auch sich besinnen darauf, was deine Kernattribute sind, dein Kerngeschäft ist, dein ja, was du gut auch kannst. Weil ich sollte jetzt nicht... Ich meine, ich habe Philosophie angefangen zu studieren, ich habe es abgebrochen. So, ich habe diverse Sachen studiert, auch einige Semester. Schlussendlich habe ich, wenn man rein auf dem Papier guckt, ich habe Abitur. Also ich sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt hingehen und in Wirtschaftsinformatik. So, und wenn ich dann größenwahnsinnig werde und sage, für mich, oh, der Wirtschaftsinformatiker, dem erzähle ich noch, wie das läuft. Ja. Das kann in manchen Situationen passieren, dass man das denkt, aber man sollte schon, Schuster bleibt bei deinen Leisten, das, was du kannst. Und das dann weiter ausarbeiten und dann eher sich Freunde, bekannte Leute suchen, die Ahnung haben, die mit ins Boot holen. Ja, das ist ein bisschen Größenwahn, aber auch so ein bisschen... Ist ja quasi der Größenwahn ist dann so die Emotion, die motiviert weiterzumachen und das andere ist halt wirklich einfach mal so an Tatsachen zu bleiben, damit es auch wirklich funktioniert. Also bodenständig bleiben, trotz der großen Vision in der Hinterhand. Ja, doch. Doch, so kann man das, glaube ich, am ehesten noch sagen, weil du einfach das ist das, was mich motiviert. Wie gesagt, ich kann nicht für andere sprechen, aber der Größenwahn, oder nehmen wir einfach die Vision, wenn man die nicht hätte, obwohl jetzt würde Helmut Schmidt sagen, Vision, dann soll man zum Arzt gehen, aber sehe ich nicht so. Und wer glaubt, soll in die Kirche gehen, aber das hat einen manchmal in richtig schwierigen Situationen, die ich ja auch definitiv durchlebt habe, die wirklich scheiße waren, wo du nicht wusstest, ob du rein körperlich das noch weiter schaffst oder auch emotional, weil da ganz viele problematische Sachen passiert sind, ob du es weiter durchziehen kannst, wenn du immer wieder diesen Funken hinten dran hast, boah krass, eigentlich bist du ein Step davor, etwas noch Größeres zu schaffen. Das zu schaffen. Dass sich so die Vision auch in den schwierigen Zeiten irgendwie immer am Laufen hält und immer noch daran glauben lässt, dass es dadurch ein geiles Happy End geben wird. Genau. Weil du kannst es immer noch erreichen, es kann immer noch kommen. Ja. Du wirst daran immer noch arbeiten, egal wie hart das gerade ist. Ja. Und das ist so ein bisschen so das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Und wenn man das spreadet, man trifft immer irgendwelche Leute, die das ganz cool finden und das dann irgendwo unterstützen und dich dann auch bereichern oder das Ganze bereichern, sodass du vielleicht von deinem grundsätzlichen Ziel nicht abkommst, aber den Weg vielleicht leicht veränderst. Also da habe ich glücklicherweise auch viele nette Leute getroffen, weil ich nun mal auch dann sehr offen damit umgehe und dann auch sage, das ist meine Vision, das und das und das. Die ja nicht für der Idiot, sondern eher von wegen, ach ja, cool, aber bei der und der Sache wäre ich dabei. Ich würde aber den Weg eher gehen, dass man das auch dann annimmt. Haben wir auch irgendwie, also ich für meinen Teil auch viel so erlebt, dass man am besten die Idee, die man hat oder das Konzept, das man hat, viel mit den Leuten teilt. Viele haben ja auch gerne diese Angst von wegen, nicht, dass es jemand kopiert oder mir wegnimmt oder sonst was, sondern dass man es eher wirklich mit den Leuten teilt, weil
kopieren werden es die wenigsten, aber die meisten können dir eigentlich ein Feedback geben. Ja. Und von diesem Absolut. Feedback kannst du echt viel lernen. Und gerade wenn du dann mal wichtige Termine hast, wo du es pitchen musst oder sowas. Und dann kommen diese leichten Rückfragen, die dir hätte jeder stellen können. Ja. Und du bist nicht vorbereitet. Das könnte sehr ungut ausgehen. Dann sieht es doof aus. Genau, deswegen mit so vielen Leuten wie möglich sprechen, habe ich gelernt. Und die Idee dadurch immer weiterleben lassen, dass jeder dir sein Feedback gibt. Du nimmst das auf, was du für wirklich relevant findest und einen guten Punkt an deiner Idee oder einen Makel oder sonst was. Und kannst dadurch dann dich vor anderen Leuten, wo es wirklich wichtig ist, auch deutlich besser behaupten. Ja, am Ende. Das motiviert ja aber auch die Menschen, die dann mit daran arbeiten, motiviert das ja auch nochmal, noch mehr Input zu geben, noch mehr mitzumachen. Die finden sie jetzt dann ja quasi so ein bisschen als ihre eigene Idee auch abgeholt. Ja, genau. Ja, das ist eine wunderschöne Sache. Ich wollte nochmal fragen, wir hatten jetzt die Vision so breit gefächert. Was waren denn noch so andere Faktoren, die dir dabei geholfen haben, dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist? Du hast ja gesagt, es gab sehr schwere Zeiten. Was hat dir noch so mitgeholfen, falls es da irgendwas anderes außer die Vision gab? Ja, ganz assi jetzt mal. Sorry. Ich habe hier auch einen Öffner, ne? Moment. Oh, ja, schön. Okay, das war ein bisschen laut. Warte. Nimm dir den Moment. Genüsslich. Okay, könnte jetzt auch von so einer Werbung sein. So. Bitte, müssen wir zukleben. eure Fragen sind schon echt harter Tobak. Also, ich habe ja schon so ein paar Interviews gemacht, aber ihr fragt echt gute Sachen. Ja, ganz klar. Meine Frau. So, das klingt jetzt so pathetisch und so. Nein, fast pathetisch. So, als müsste man es sagen. Als müsste man es sagen, aber man muss ganz ehrlich sagen, ja klar, ohne die Unterstützung von ihr hätte ich das definitiv nicht geschafft. Mhm. So. Das sind Trockenphasen im Bereich von, als das im Aufbau war, der Laden, wo du immer auch mal zwischendurch kurz vorm Scheitern mal warst, weil irgendwelche externen Probleme dann da waren, dass du es nicht hinbekommst. Dann natürlich auch das Finanzielle, weil ich habe 4 Monate lang nicht arbeiten können, also kein Geld verdienen können, aber in den 4 Monaten musst du natürlich, weil du täglich mit dem Laden beschäftigt warst, also bevor der überhaupt zustande gekommen ist, also in der Vorlaufzeit, bevor Umsätze geschaffen werden, das kannst du nicht mal eben nebenbei machen. Mhm. Und da muss halt jemand sein, der es in Ordnung findet, dass der Partner, die Partnerin kaum verfügbar ist, mega im Stress ist, mega der Kopf einfach nur da ist, dass darunter natürlich auch Beziehungen leidet und muss das mittragen und dann auch noch in Teilen finanziell mittragen. Ja, bevor dann ein Hinweis an alle Partner da draußen. Ja, ihr habt es nicht leicht mit Selbstständigen, ganz ehrlich. Also, das ist nicht schön. Ja. Also das ist ein absolutes Ding, was, also ohne sie hätte ich es definitiv nicht durchziehen können. Und zwischenzeitlich in diesen schlechteren Phasen, als der Laden schon dann da war, wo es auch Auseinandersetzungen auf juristischer Art und Weise dann gab, weil die Firma musste umgeschichtet werden, weil jemand rausgegangen ist. Das sind halt Stressfaktoren, wo du halt teilweise nicht geschlafen hast. Im Vorgespräch haben wir auch kurz darüber gesprochen, von wegen, boah ja, man kommt morgens nicht raus, weil man halt Stress am Tag hat und abends denkt man auch nochmal daran, oder schläft man auch schlecht, dementsprechend bist du nicht fit genug für den Tag. Ich habe das wochenlang mitgenommen, also auch abends dann, so dass du auch gar nicht präsent zu Hause bist. Und der Partner sich dann auch oder die Partnerin halt überlegt so, mit dem ist nichts mehr anzufangen. Kommt nach Hause und schläft sofort, kannst mit dem Stock pieksen und er bewegt sich aber nichts. Ich muss sagen, ich habe das auch schon inzwischen so ein bisschen. Ich komme nach Hause und eigentlich schalte ich nicht wirklich ab. Ich habe meiner Freundin gesagt, so, ich habe am liebsten, ich würde einfach nicht mehr schlafen, nicht mehr essen und nur noch durchziehen. Und das Ganze an den so weit bringt, dass es jetzt fertig ist, dass es läuft und so. Ja. Und am liebsten nichts mehr machen, außer das nicht mehr. Toilette, gar nichts mehr. Ja, genau. Einfach nur noch dranbleiben. Genau, To-Do-Liste abarbeiten, fertig. Es gibt da so Beutel, die man sich an den Beinen kann. Vielleicht mal so ein Geheimtipp von der Wadenwärmer. Ja, ich muss sagen, ich hatte sogar keinen Bock aufs Wochenende, da ist ja keiner erreichbar. Also deswegen, das war total heftig. Ich kam nach Hause, die E-Mail kann ich noch schreiben, da kann er sich morgen direkt um kümmern und sonst was. Und dann so, das muss ich nochmal machen. Dann war ich mal wieder 15 Minuten nochmal schnell am Laptop, mal eben kurz, dann nochmal das und das. Es geht so schnell und plötzlich bist du schon bei 21 Uhr, 22 Uhr und so, jetzt kann sich auch nur noch ins Bett legen, bist eigentlich total fertig vom Tag und so. Also, und am nächsten Tag wird es ja weiter funktionieren. Ja, deswegen, ich muss sagen, super dankbar, dass meine Freundin da auch so verständnisvoll ist an dem Punkt, ich mache jetzt auch meine 60 Stunden oder so gerne unter der Woche, aber ich mache es gerne, weil es macht Spaß. Ja.
Und, aber irgendwie ist es immer so, meistens kommt die. Und jetzt ist glücklicherweise auch noch die Push-Phase, weil es funktioniert ja auch alles. Ja. Und dann wird es ein bisschen kritisch, wenn du 60 Stunden machst und es gefällt dir gerade nicht. Ja. Da muss man durchziehen. Aber das ist wieder das Licht am Ende des Tunnels. Ja, ne? Ja, klar. Das Ziel. So, irgendwie muss deswegen dieser Traum, diese Vision gerne mal als auch mal an erster Stelle stehen, so, weil das ist irgendwie das, was dich auch antreibt meistens unter der Woche. Ne? Du willst vielleicht nochmal so quasi eine Zusammenfassung der Punkte machen, worauf man sich vorbereiten sollte. Ich kenne das nur aus dem Kämpferbereich von wegen, Leute, ihr wollt Kämpfer werden, dann stellt euch mal vor, was alles passieren kann, wie zum Beispiel Gehirnschäden und so weiter und so fort. Was muss man als Selbstständiger, worauf muss man sich vorbereiten? Also die 60-Stunden-Woche hat man ja gerade schon gehört, auch wenn man keine Lust drauf hat. Ja, wenn du eine geniale Idee im IT-Bereich hast, kann es auch sein, dass es nur 2 Stunden sind, wenn du klug bist. Wie schnell die App programmiert ist. Ne? Ich glaube, dass wenn du selbstständig bist oder selbstständig wirst, prinzipiell egal wie viele Leute dir erzählt haben, wie das funktioniert, egal ob deine Eltern selbstständig sind und du daher schon was mitbekommen hast oder nicht, prinzipiell, du unterschätzt es immer. Du kannst noch so vorbereitet sein, du unterschätzt es. Und das ist auch vollkommen okay, das zu unterschätzen, weil sonst, glaube ich, wird es niemanden geben, der den Bock darauf hat. Worauf man sich noch einlassen muss bei Selbstständigkeit ist, ich habe selbst keine Kinder, ich habe nur einen Stiefsohn. Aber gefühlt ist es manchmal so, das ist dein Baby. Das bedeutet, wenn du jetzt auch einen festen Punkt hast, also eine Arbeitsstätte hast wie ich, also einen Einzelhandel, oder auch von dem Einzelhandel, woraus wir dann liefern, du hast das Gefühl, das ist dein Baby. Wenn es stürmt draußen, denkst du auch von wegen, ach verdammt, könnte jetzt da draußen irgendwas umfallen auf den Laden? Sollte ich jetzt nochmal vorbeifahren? Also du hast die ganze Zeit... Habe ich alle Fenster zugemacht? Ja, genau. Ist so, der Herr raus? Ja, genau. Habe ich die Heizung jetzt ausgemacht oder angelassen? Habe ich jetzt so hoch oder zu? Also du hast auch das Gefühl, das, was du tust, ist so dein Baby. Das bedeutet, du bist da auch emotional total dran. Du kannst es von deinem Sein ab... Ist nicht so wie bei einem typischen Angestelltenverhältnis, sage ich jetzt mal, wo der eigentlich normalerweise nach dem Feierabend schaltest du ab. Ja, weil du weißt, du hast einen Vorgesetzten und du hast dann noch einen Vorgesetzten und einen Chef. So spätestens der das gegründet hat, fühlt sich verantwortlich für alles. Genau. Das ist auch, aber und du dann bist der Depp, der ist genau, so. Genau, das ist aber so, ich komme hin, ich erledige meinen Anteil. Manchmal ist man da auch, je nachdem, was du jetzt da für einen Job hast, bist du auch nochmal deutlich mehr in dem Ganzen drin und fühlt sich für deinen Bereich vielleicht verantwortlich, aber du schaltest meistens sehr gut nach der Arbeit ab. Auch wenn der Chef dich dann nervt, ja. Ja. Außer du hast dann noch die Anrufe, weil der Chef halt sich verantwortlich fühlt und voll in das Ding reinfühlt und deswegen abends gerne auch weiter unterwegs ist damit. Ne? Ja, genau. Das ist einfach so, man spürt genau das, was du dann da am Ende, was viele Leute dann am Manager nervt oder sowas am Ende, dass er quasi pausenlos arbeitet und immer alles in der Übersicht hat. Aber ich glaube, das ist so eine Art von, dieses, was man halt Passion nennt. Einfach. Ja. Du bist da voll drin und du willst auch gar nicht, dass sich da irgendwas rausholt. Ja, du musst halt trotzdem vorsichtig sein. Also ich habe das auch ab und zu, glaube ich, in Anführungszeichen ein bisschen unfair meinen Mitarbeiterinnen gegenüber gemacht, dass ich halt Dinge sonntags um 18 Uhr kurz mit denen geklärt habe. Weil es ist ja nur eine SMS oder eine WhatsApp, die ich dir mal kurz schreibe. Bis mir aufgefallen ist, Moment mal, das ist ja... Ich habe gerade... Für dich selbstverständlich wahrscheinlich dann, aber nicht für weil ich ja gerade daran Buchhaltung zu machen, dann ist mir kurz aufgefallen, ach fuck, die Abrechnung, das muss ich noch mit ihr klären. Ja, aber dann kann ich ja eigentlich nicht am Sonntag um 17, 18 Uhr eigentlich eine Nachricht schreiben. Nur weil ich arbeite, heißt es ja noch lange nicht, dass meine Mitarbeiterin zu der Zeit arbeitet. Also du hast das Go bekommen. Ja, aber das ist immer das Problem, wenn du Mitarbeiterin hast, stimmt, ist schwer, mit denen du auch gleichzeitig, was heißt bevorne, aber die eher über... weil ich bin sehr, sehr über die privaten Kanäle genau, du bist auch freundschaftlich, ist der ganze Umgang bei mir immer. Und wenn du auf der Ebene halt bist, dann ist es halt noch viel lockerer und gleichzeitig bei denen auch das Problem, ich bin ja mit dem auch befreundet oder zumindest ist das eine freundschaftliche Ebene, die sagen ja auch nicht, von wegen, sag mal, tickst du noch ganz richtig, mir um 17, 18 Uhr an einem Sonntag zu schreiben, so, ich habe Kinder. Ja, das ist nicht ein Zeichen für eine gute Freundschaft? Was bist du denn für ein Freund? Mir geht es gerade schlecht, das muss geregelt werden. Ich kenne das auch, du willst diese Dinge dann auch für dich erledigen und abhaken. Weil die bleiben immer im Kopf irgendwo. Ich mache dann tatsächlich sehr gerne einfach irgendwie Audio schicken, drunter schreiben, hat Zeit bis morgen oder sowas, weißt du? Ja, wir beide haben auch diesen Kontakt, ja. Deswegen, ich weiß halt, Menschen am Wochenende. Ich bin ja am Wochenende am Arbeiten und leider nur andere Sachen. Ja, deswegen. Genau, das ist es halt, dass ich man will es dann abhaken, auch mal so um 22 Uhr noch mal kurz was zu schreiben oder sowas. Ja, auf einem kurzen Dienstweg. Genau, und dann schicke ich es halt mal eben und schreibe noch drunter so, kein hat Stress, keine Eile, hat bis morgen Zeit oder größter sowas. Fehler, wenn man das dann schreibt. Also, ja, ist klar. Genau. Aber größter Fehler beim Steuerberater, weil der lässt sich Wochen Zeit. Nee, also
Ja, sowas, nee, wenn du sowas, also ich liebe meinen Steuerberater abgöttisch, der ist super, der ist klasse, aber wenn du halt hingehst, also du hast eine Frage, dann kann es sein, dass er wirklich sonntags dir um 18 Uhr antwortet, obwohl er auch Frau und Kind hat. Wenn du aber den Zusatz dazu unterschreibst, hat keine Eile, dann hat das keine Eile. Und dann kann das sein, dass es seit zwei Wochen dann dauert. Dann liegt das ewig auf C. genau. Priorität dann. Aber ja, wenn du jetzt fragst, ja, du, ey, mega schlecht, ich brauche dringend die und die Rückmeldung, das und das muss noch gemacht werden, dann wirklich, dann setzt er sich sonntagsabends dran, macht das. Und du darfst niemals den Zusatz schreiben von wegen, hat keine Eile. Und dann hat sie wirklich keine Eile. Also man muss den Umgang mit unterschiedlichen Interessensgruppen und Stakeholdern wissen. So. Ja, das ist halt auch so eine Sache als Chef. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Zu wissen, mit wem kommuniziere ich gerade und wie kann ich mit wem kommunizieren. Mhm. Weil jede Person, ob das jetzt Lieferant ist, ob das Steuerberater ist, ob das Bankberater ist oder, jeder hat jeden muss man anders ansprechen. Wenn du alle gleich ansprichst, dann bekommst du auch Arbeitsleistungen komplett unterschiedlich. Ja. Noch, um vielleicht mal kurz das Thema zu wechseln von dem weg. Mich würde eigentlich auch interessieren, warum du dich so für das Thema Nachhaltigkeit einsetzt. Weil ich meine, dein Konzept des Unverpacktladens ist ja ein sehr nachhaltiges Thema und du setzt dich da ja auch für vieles ein. Sagst du, bist ja auch selber vegetarisch zumindest auch unterwegs. Das heißt, irgendwo bist du ja in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit mit drin. Warum setzt du dich dafür so ein und warum das ganze Konzept in die Richtung? Ja. Er hat bei mir alles ein bisschen anders begonnen. Ich bin nicht klassisch, wie vielleicht viele, die einen Unverpacktladen gemacht haben, aus dem rein ökologischen raus dahin gekommen. Bei mir war das damals so, dass ich ja sehr aktiv schon in der Politik war und eher das Thema Nachhaltigkeit, übrigens ein ganz schlimmer Begriff, weil das einfach für alles gerade genutzt wird. Nachhaltigkeit. Ja, total. Teilweise total inflationär, aber wir nutzen es trotzdem jetzt. Ja. Nachhaltigkeit hatte ich eher auf der Ebene von, auf der politischen Ebene Bezug auf, wie kann ich Ratingen besser gestalten? Nachhaltiger für die Jugend oder für die Nachkommenden. Da war nicht das Ökologische gar nicht unbedingt im Vordergrund, sondern eher, wie kann ich es attraktiver machen für junge Menschen? Wie also kann ich es sozial nachhaltig? Genau, eher im sozial nachhaltigen, absolut. Da ging es dann, wie gesagt, um die Jugend, es ging um, dass es wohnlicher und schöner in Ratingen ist, dass mehr Angebote geschaffen werden. Da war ich politisch eher dahinter, aber auch die großen Themen wie damals TTIP, CETA, TISA, die Freihandelsabkommen, inwieweit uns das auch betrifft dann vor Ort und inwieweit das dann schlecht ist oder nicht schlecht ist. Flüchtlingskrise, wie können wir es schaffen in Ratingen, dass ja, so gut zu schaffen, dass wir Leute unterstützen können und. Also eher diese Nachhaltigkeit war bei mir eher im Vordergrund. Zusätzlich noch, dass ich im Sportverein auch im Vorstand war und dort natürlich den Verein nachhaltig gestalten wollte. Aber jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt ökologisch, sondern sozial. Also wirklich eher sozial-ökologisch. Dann damals war ich schon vegetarisch unterwegs, dann habe ich einen Freund gehabt beim Fußball, mit dem ich mich dann auch über Themen unterhalten habe im Bereich von wirklich ökologisch nachhaltig. Und schon immer dafür interessiert, aber das war halt nicht mein Schwerpunkt, weil in der Politik hast du irgendwann deine Schwerpunkte. Und dann bin ich immer mehr in die Richtung gegangen. Viele Gespräche geführt, viel darüber diskutiert, auch dass Nachhaltigkeit, ökologisch sein, auch auf kleiner Ebene interessant ist. Und dadurch ist das Thema immer mehr raufgekommen, weil ich habe auch beim Jugendamt ja gearbeitet. Und wenn du politisch etwas umsetzen willst und gleichzeitig ein bisschen mit dem Jugendamt arbeitest, dann geht das zwar schneller, als wenn du nur eins von beiden machst, aber es dauert halt ewig, um Dinge umzusetzen. Und so war die Frage, wie kann ich etwas in Ratingen verbessern, schneller umsetzen? Und das geht, indem du einfach, bös gesagt, Unternehmer wirst. Indem du selbstständig wirst und etwas anbietest direkt. Mhm. Im sozialen Bereich natürlich schwierig, dass du jetzt plötzlich eine soziale Einrichtung aus dem Boden stampfst. Mhm. Ich meine, ihr macht was in die Richtung. Ne? Das ist auch eine Heidenarbeit. Und so war das geboren, dass wir einen Unverpacktladen etablieren, in dem nicht nur das unverpackte Einkaufen für uns wichtig ist, sondern Leute miteinander zu connecten. Das ist übrigens das, was ich am liebsten mache. Ich liebe es, Leute zu connecten. Ja, das macht so viel Spaß. Was du auch gut kannst, ja. Danke. Ja, du hast uns gerade am Anfang auch sehr, sehr unter die Arme gegriffen. Danke, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und macht mir auch weiterhin Spaß. Und dieses Connecten war mir halt auch wichtig in dem Laden. Also es ist nicht nur das Ökologische im Vordergrund steht, sondern auch, ich kann Leute miteinander verknüpfen. Ich kann Unternehmen mit dem Einzelnen verknüpfen. Ich kann aber auch, zum Beispiel damals der Verein Ratingen Nachhaltig,
der hat zur gleichen Zeit gegründet, wie wir den Laden gegründet haben. Und die haben sich in unserem Laden gegründet. Bin ich auch irgendwie Gründungsmitglied. Passt ja sehr gut. Ja, das passte alles miteinander. Und dann wiederum gab es Leute, die IT-affin waren und aber ökologisch eingestellt waren. Und die haben sich wiederum mit Leuten zusammengetan, die eher im technischen Bereich unterwegs waren. Und die haben sich dann zusammengefunden und haben dann miteinander Sachen gesponnen und gemacht. Mhm. Und so ist das halt geboren, dass ich schon immer halt Nachhaltigkeit zwar eher im Sozialen hatte und dann sich einfach das weiterentwickelt hat, sozial, ökologisch das Ganze zu bestreiten und diesen Place to be, diesen Anlaufpunkt auch zu haben, dass man alles bei uns im Laden hat, den Austausch etc. Hat Corona natürlich absolut zerschossen, war aber vor Corona absolut das Ding, weil sich Leute einfach getroffen und ausgetauscht haben bei uns. Also ich würde darum jetzt direkt eine Wrap-Up-Frage ziehen, da ich die Zeit auch mal noch ein bisschen im Blick habe. Oh Gott. Du hast ja gerade gesagt, wir arbeiten inzwischen mit einer Uhr. Ja, wir haben dazugelernt. Ja. Du hast ja gerade auch schon quasi gesagt, dass einer der besten Sachen ist, einfach quasi selber den unternehmerischen Weg zu gehen, wenn man etwas bewegen will. Und daran direkt anknüpfend jetzt die Frage, was nimmst du bisher aus deinen 20ern mit? So, ein paar kurze Sachen. Was kannst du quasi anderen in ihren 20ern jetzt gut mitgeben? Du hast zwar vorhin gesagt, Tipps nicht so die Sache, aber... Nicht selbstständig werden. Leute, lasst es. Obwohl, ganz ehrlich, ich muss sagen, in den 20ern geht das vielleicht besser als später. Absolut. Vor allem, weil du kannst ja in den 20ern besser als in jedem anderen Alters... Flexibilität. Du hast du kannst jederzeit aber auch quasi auf null zurückfallen, weil du hast noch so viel Zeit, um es wieder aufzuholen. Geht aber auch, wenn du versucht hast, in den 20ern ein bisschen flexibel... Also selbstständig zu sein, dann machst du 20 Jahre nicht und dann wieder, damit du ein bisschen Ahnung hast und dann vielleicht mit einer gewissen Reife da rangehst. Ja. Was war nochmal die Frage? Was du aus deinen 20ern mitnehmen? Achso, was ich aus meinen 20ern mitnehme. Oder was du Leuten sagen würdest, dass man in den 20ern wichtig ist. 29, keine Angst haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, so das Hauptthema. Keine Angst haben. Weil Existenzangst ist... Gut, ist in meinem Fall auch in Teilen ein treibender Faktor manchmal. Also muss man ganz böse sagen, Existenzangst. Was meinst du jetzt Sinn, also das ist direkt wieder mein philosophisches Gehirn. Meinst du sinnmäßig oder meinst du jetzt von sicherheitmäßig, von finanzieller Sicherheit? Ja, genau, eher das, die Existenzangst von wegen, ich habe komme aus einem normalen Elternhaus, aber man konnte sich trotzdem Urlaub leisten. Mhm. Und dann kommst du ja, oder ich eine Wohnung oder sonst was und dann bist du aber so in dem Bereich der Existenzangst, oh, klappt das alles? Also Existenzangst ist eigentlich. Einerseits ein treibender Faktor und andererseits ein Stressfaktor. Also eigentlich versuchen, weniger Angst zu haben. Mhm. Weil Angst führt nicht dazu, dass du kreativ wirst. Angst führt meistens dazu, dieses mit dem Rücken zur Wand. Und aus den 100 Wegen, die du normalerweise gesehen hast, sind plötzlich noch 3 rauskristallisiert. Die auch funktionieren können, gar keine Frage. Aber es ist rein das Gefühl, was ein Problem macht. Mhm. Ich habe auch manche Entscheidungen getroffen mit dem Rücken zur Wand. Ob die jetzt gut oder schlecht waren, wird sich jetzt in den nächsten Jahren rausstellen. Mhm. Das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist einfach für die Psyche viel, viel besser, ohne Angst daran zu gehen. Es ist vielleicht dann quasi, es geht nicht um die Angst, nichts zu machen. Das treibt dann ja an quasi davor, wenn man nichts macht, was passiert, sondern um die Angst, etwas zu machen. Ja. So, das, ist gut, das ist sehr so gut. Von wegen so, nee, ich kann das nicht machen, weil das und das und das und das und das, deswegen lasse ich das lieber sein. Ja, danke, das ist richtig gut. Ich muss sagen, diese Angst ist, finde ich eigentlich auch immer, für mich ein Zeichen, dass ich Dinge erst recht machen sollte. Also gerade wenn ich so daran denke, dass es so eine Angst ist, da ist ja meistens die Angst zu versagen oder sowas. Wenn man jetzt sagt, man tritt vor Leuten auf, man spricht vor vielen Leuten oder sowas. Das ist ja für viele auch ein Punkt, wo die ein bisschen Angst haben, das ist eine Angst zu versagen. Aber auch, dadurch, dass eine Idee floppt oder sonst, aber dadurch, dass du es machst, egal ob du jetzt dadurch failst, also es nicht schaffst, es nicht aufgeht oder nicht, du lernst daraus, du wächst dadurch, du kommst nicht voran, wenn du nicht was Neues machst, was anderes machst. Ja. Das heißt, alles, was dir ein bisschen Angst bereitet, heißt, es ist außerhalb deiner Komfortzone und irgendwie was Neues und irgendwas, wodurch du nur wachsen kannst, weil nur in kritischen Situationen wächst du. Ja, absolut. Eigentlich ist diese Angst das richtige Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. So, also so pauschal würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja, ich meine speziell in dieser Situation, wie ich es aber dieses Bezug auf Angst, dass man halt durch Angst sich nicht hemmen lässt. Und wie du schon sagst, wegen gerade wenn Angst mit Komfortzone zu tun hat, wie auch mit dem offenen Sprechen, absolut, dann sollte man das ins Auge fassen und trotzdem tun.
aber Angst auch, ich meine, was kann groß schief gehen? Ja. Gerade in den 20ern. Klingt total doof. Dann musst also, du halt nochmal bei deinen Eltern einziehen, oder? Ja, so. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Naja, tut mir leid, Eltern. Klar, nein. Kann das, ja gut, manche haben dann nicht das Komfortable, dass sie auf die Eltern zurückfallen, aber prinzipiell hast du eigentlich ja die Möglichkeit hier in Deutschland, dass wenn du auf irgendwas zurückfällst, immer noch eine Sache ist, du kannst auch aus einer aus dem Bereich des böse Hartz IV, wenn du zurückfällst darauf, weil irgendwas nicht gepasst hat, irgendwas schiefgelaufen ist, daraus kannst du dich immer noch selbstständig machen wieder. Ja. Auch aus einer Privatinsolvenz. Ich meine, das ist total kacke, das ist total schlimm, aber du hast wenigstens gelernt. Angst, genau, du hast unfassbar viel gelernt. Auch das Scheitern ist ja unfassbar viel mit Lernen. Deswegen, was wäre die Alternative? Genau, ja. Was ist die Alternative? Also klar, ich falle ein bisschen tiefer an mancher Stelle, weil ich nun mal keine Berufsausbildung gemacht habe, weil ich nun mal nicht das Studium fertig gemacht habe. Aber jeder, der eine Ausbildung hat, jeder, der ein Studium abgeschlossen hat und dann sich in die Selbstständigkeit begibt, worauf fällst du denn? Du kannst nur darauf fallen, dass du wieder einen, bös gesagt, deinen normalen Job wieder annimmst. Du fällst nicht tief. Du kannst da nicht wirklich tief fallen. Ja. Wenn du halt, in meinem Fall jetzt, klar, ist es ein bisschen tiefer, aber auch nicht katastrophal. Weil was passiert, wenn ich jetzt falle? Ja, es könnte 2-3 Jahre ein bisschen blöd werden, aber ich habe auf jeden Fall mehr Zeit, als die ich jetzt habe mit der Selbstständigkeit. Und du hast ja auch Fähigkeiten. Mittlerweile. Genau, mittlerweile also, sollten noch genau, ein paar Fähigkeiten dazu kommen. Die eignest du dir ja an. Und gerade durch die Fehler lernst du eigentlich viel mehr, als dadurch, wenn es sofort klappt. Weil du lernst eigentlich, welchen Weg gehst du nicht, welchen, also wie funktioniert es am besten, und du entwickelst ja auch ein Gefühl für die Dinge. Genau, das deswegen diese Angst, gerade in den 20ern, wenn du jetzt nicht 5 Kinder und eine Frau hast, wo du denkst von wegen, oh Gott, wenn ich jetzt scheitere, dann sind die auf der Straße. Klar, da ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber prinzipiell in den 20ern, hab nicht so viel Angst. Versuch's doch einfach. Warum nicht? So viele Leute machen sich selbstständig, so viele Leute schaffen es nicht und so viele Leute schaffen es. Du bist nicht die Ausnahme, dass du versagt hast, und du bist auch kein schlechter Typ. Du wirst nicht gesellschaftlich geächtet danach oder ähnliches. Was so ein bisschen in Deutschland natürlich schlimmer ist als in den USA, aber prinzipiell, du bist ja kein dummer und schlechter Mensch, wenn du gescheitert bist. Es gibt immer Gründe, doof gelaufen, vielleicht hast du auch selbst Mist gebaut, aber einfach weniger Angst haben und vielleicht auch, wie du ja auch gesagt hast, in die Angst ein bisschen reingehen bei gewissen Dingen. Mhm. Und dann bist du schon eigentlich, das ist das, was ich mitgeben würde. Und ich habe ständig Angst. An die Roommates da draußen, die noch in ihren 20ern sind, hab keine Angst. Ja, einfach wagen. Einfach wagen. Ich glaube, ich mache einen Blick auf die Zeit. Wir haben gerade ein richtig geiles Schlusswort eigentlich, finde ich, gefunden. Super geile, was man auch mitnehmen kann aus dem Ganzen. Ja. Ich fand es eine super coole Unterhaltung mit dir, muss ich sagen. Es war echt cool, dass du dabei bist, dass du dich mit mir bereinigt hast. Unfassbar Spaß gemacht, so wie immer. Und wenn ihr Unterstützung weiter braucht, ich bin immer noch dabei und auch weiterhin dabei. Ja. Ihr macht was richtig Geiles. Ich bin stolz, dass ich so einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Die ganze Crew auch hinter der Kamera und die hier alles immer mitmachen. Und ganz ehrlich, mega geil. Guckt euch an, wer da noch alles hintersteckt, guckt euch an, was die Jungs und Mädels bisher gemacht haben. Unterstützt bitte das Ganze. Bald kommt die Crowdfunding-Kampagne, unterstützt auch das. Manchmal reicht auch ein Post, wenn ihr jetzt sagt, von wegen, ich will da keine 1 Million dazu schießen. Aber ganz ehrlich, seid Teil des Ganzen. Seid einfach Teil des Ganzen, und manchmal ist man auch schon Teil des Ganzen, wenn man es einfach nur unterstützt, indem man es postet, indem man einfach mal ein nettes Wort hinterlässt. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und letztes Wort gehört dir. Danke, danke. Viel Druck. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr irgendwie auch noch Fragen an den Norman habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Dann können wir gerne auch nochmal bestimmt eine zweite Gesprächsrunde mit ihm starten. Also, solange ich mein Bier bekomme, ist das nicht. Das sollte kein Problem sein. Ja, nächstes Mal Bio-Bier aus meinem Laden. Ja, dann müssen wir auch das Etikett nicht abklicken. Ne? Ja, also von daher, lasst gerne einen Kommentar da, schreibt, was euch interessiert hat, was euch mehr interessieren würde, und dann gehen wir darauf gerne ein. Wir freuen uns dann, mit euch zusammenzuarbeiten, und würde ich sagen, sehen wir uns spätestens bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.